Wir kommen zum ersten Nadelbaum. Das Ding ist jetzt ein besonders kniffliges Exemplar, in Anführungszeichen. Das ist, wenn sie ganz jung sind, oft so, dass sie ein bisschen kniffliger sind. Gerade eben diese Baumart hier, die ich jetzt noch nicht benennen möchte, die hier hinter mir steht. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir sie. Vom Nadelbild her sieht sie erstmal so ein bisschen tannenartig aus, weil die Nadeln so längs gescheitelt sind. Das ist bei der Tanne auch der Fall. Wenn wir näher hingehen, stellen wir auch fest, dass die Nadeln auch so ein kleines bisschen saugnapfartig am Zweig ansitzen, aber halt eben nicht wirklich mit Saugnapf, sondern das allerletzte Stückchen ist so leicht verholzt. Also da ist dann immer braun. Das ist so eins der klassischen Unterscheidungsmerkmale zwischen eben dieser geheimnisvollen Baumart und der Tanne. Sie sieht auch so leicht fichtenartig aus, wenn man aus der Ferne drauf guckt, weil sie hat so leicht spitz zu laufende Nadeln. Die Tannennadeln sind ja gänzlich abgerundet und wenn man es umdreht, findet man auch Stomatastreifen, wie sie bei der Tanne vorkommen. Bei der Tanne sind sie nochmal etwas deutlicher, nochmal farblich mehr abgehoben. Hier sieht es eher so aus, als ob einfach die komplette Nadelrückseite bläuliches Grün einnehmen würde. Man muss dann schon genauer hingucken, um zu erkennen, dass es sich tatsächlich eigentlich um zwei Stomata-Streifen handelt, die aber wirklich eben fast die gesamte Nadelrückseite einnehmen und daher nicht so deutlich sind wie bei der Tanne. Da fallen die weißen Streifen einfach nochmal deutlicher auf. Ich sage es jetzt mal, das hier ist eine Douglasie. Auch nochmal typisch ist, dass die Nadeln wirklich schön weich und kuschelig sind, in Anführungszeichen. Man kann sich mit einer Douglasie wirklich nicht wehtun und die fühlen sich eigentlich gut an und man möchte sie eigentlich fast schon als Kopfkissen verwenden wollen, in Anführungszeichen. Das ist weder bei der Tanne noch bei der Fichte so, da sind beide Nadeltypen relativ hart. Ich glaube, das waren die wesentlichen Merkmale. Idiotensicherstes Bestimmungsmerkmal bei der Douglasie ist, man reißt ein paar Nadeln ab, man reibe diese fest zwischen den Fingern und dann dran riechen. Und wenn es dann wunderbar gut, also ich empfinde diesen Geruch als wirklich enorm angenehm, wunderbar gut nach Zitrus, Orange, Zitrone. Das ist unterschiedlich. Manche Leute empfinden es als Orange, manche Leute empfinden es als Zitrone, aber so einen wunderbaren Zitrusduft, den man dann auch noch an den Fingern hängen hat, nachdem man die Nadeln weggeschmissen hat. Das riecht wirklich gut. Also das muss wirklich richtig angenehm riechen. Schön aromatisch, zitrusartig, als ob man sich da sofort einen Tee draus kochen würde. Was ich übrigens auch sehr gerne tue. Douglasientee ist meiner Meinung nach der beste Nadelbaumtee. Das ist absolut charakteristisch und der idiotensichere Test, um festzustellen, ob eine Douglasie ist, wenn sie diesen charakteristischen Zitrusduft hat. Es gibt auch Tannen, die leicht aromatisch riechen, aber diesen wirklich ganz charakteristischen, starken Zitrusduft, das hat nur unsere Douglasie. Hier steht sie. Und man kann auch bei den jungen Bäumen am Stamm noch mal gut erkennen, das zeige ich euch auch gleich. Denn Douglasie hat ganz typischerweise sogenannte Harzgallen. Das sind hier diese Beulen. Stellst du jetzt scharf, blöde Kamera. Die kann man eindrücken und hat dann harzige Pfoten. Und da tritt dann sofort Harz aus. Das ist für den Baum natürlich nicht so gut. Das mache ich jetzt hier einmal zum Zwecke der Wissenschaft. Und da kann man natürlich auch dran riechen. Und auch dieses junge Harz bei den jungen Bäumen riecht dann auch so ganz leicht, zitrusmäßig, aromatisch und irgendwie gut. Das Harz ist relativ dünnflüssig bei den jungen Bäumen, wenn es aus der Harzgalle austritt. Kann man ja sehen, ich kann das hier quasi am Baum verschmieren und es klebt auch noch nicht so sehr. Je älter der Baum, desto klebriger dann das Harz, grob. Das ist zumindest mein Eindruck. Ob das irgendwo in einem Lehrbuch so steht, weiß ich nicht. Aber Harzgallen plus eben die typischen Nadeln bei einem jungen Baum, da habt ihr es mit einer Douglasie zu tun. Übrigens, dass es sich um eine Douglasie handelt, ist von daher auch wichtig, weil das ist der Baum, bei dem man im Sommer Äste abschneiden kann, ohne den Baum zu schädigen, also ohne den Baum schwer zu schädigen. Also wenn ihr im Sommer unbedingt irgendwo Nadelbaumäste runterschneiden wollt, dann sucht euch nach Möglichkeit eine Douglasie, weil wenn es einen Baum gibt, dem das nichts ausmacht, dann ist es eben die Douglasie. Alle anderen Bäume leiden, wenn man eben im Sommer die Äste runterschneidet. Andererseits darf man bei der Douglasie nicht im Winter die Äste abschneiden, dann leidet nämlich die, dann kriegt sie im Frühjahr einen Pilz. Ich glaube, das war ein Pilz, könnte auch ein Bakterium gewesen sein, egal, also irgendwas Böses kriecht dann im Frühjahr durch die Wunde direkt in den Baum und dann ist die Douglasie nicht unbedingt hin, aber schwer geschädigt. Also das niemals im Winter machen, im Sommer könnt ihr bei der Douglasie
wenn es dann sein muss, also besser, ich mache es gar nicht, aber wenn ihr unbedingt irgendwelche Nadelbaumäste braucht im Sommer, dann eine Douglasie. Im Winter bei allen anderen Nadelbäumen. Gut, dann hatten wir gerade die Douglasie, jetzt kommen wir zur Tanne. Hier steht eine, ist ein bisschen kümmerlich, aber das spielt überhaupt keine Rolle für den Zweck, den ich damit vorhabe, nämlich euch die Nadeln zu zeigen, und das machen wir jetzt. Ihr könnt also sehen, genau wie bei der Douglasie sind die Nadeln schön gescheitelt, also stehen nach links und rechts weg und nicht so kunterbunt um den Zweig. Wobei man sagen muss, es gibt sowohl Douglasien als auch Tannen, wo die Nadeln schon deutlich weniger schön in zwei Linien vom Zweig wegstehen. Das ist so das idealtypische Bild. Das idealtypische Bild findet man in der Natur, aber nur, wenn man direkt gezielt danach sucht. Und es gibt auch ganz viele Bäume, die ein bisschen anders ausschauen. Aber tendenziell eine Scheitelung der Nadeln ist typisch für die Tanne und eben die Douglasie. Und wenn man sie umdreht, sieht es ein bisschen anders aus als bei der Douglasie. Besonders wenn man näher rangeht, dann kann man an den Nadeln nämlich deutlich erkennen, dass halt eben zwei weiße Streifen drauf sind. Und ja, diese auch deutlich als Streifen zu erkennen sind. Bei der Douglasie muss man schon ganz genau hinschauen, damit man da die einzelnen Streifen erkennt. Bei der Tanne ist es schon erheblich deutlicher. Und wenn man ganz nah an den Nadelgrund dran geht, wie wir das eben auch bei der Douglasie getan haben, stellen wir fest, da gibt es nichts Braunes. Die sitzen mit einem grünen kleinen Saugnäpfchen in Anführungszeichen auf dem Zweig auf. Und wenn man die Nadel abrupft, na, macht das mal einhändig, das ist gar nicht so einfach. Hat man dieses kleine Saugnäpfchen so als kleines Saugnäpfchen am Ende an der Nadel dranhängen. Das sollte man auf jeden Fall auch immer tun zur Bestimmung. Einfach mal ein paar Nadeln abrupfen und gucken, was unten dran hängt. Sofern sie nicht in der Mitte durchreißen, dann hilft es einem nichts. Diese Saugnäpfe sind ganz charakteristisch für alle Tannen. Ist ein ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Jede Tanne, also auch die spanische Tanne und die Grautanne und welche Tanne auch immer, hat diese Saugnäpfchen am Ende der Nadel. Das ist für die ganze Gattung ein Bestimmungsmerkmal. Ja, also das ist die Tanne. Und wenn man jetzt die Nadeln reibt, dann mögen die auch irgendwie aromatisch duften, aber definitiv nicht so richtig charakteristisch nach Zitrus. Wer das einmal gerochen hat, erkennt das immer wieder bei der Douglasie, eben diesen Zitrusgeruch. Weiter geht's! Ja, wie durch Zauberhand liegt hier eine Fichte rum. Die Zauberhand nennt sich Kettensäge. Aber das macht ja nichts, weil dann kann ich euch hier gleich schnell die Fichte zeigen. Die Fichte geht sehr schnell, denn da gibt es ein charakteristisches Bestimmungsmerkmal, das einfach so idiotensicher ist, dass ich mir alle anderen sparen werde. Nämlich, die Fichte sticht, die anderen nicht. Man kann gleich sagen, die anderen nicht. Ursprünglich heißt die Tanne nicht, aber alle anderen Nadelbäume, die ihr im deutschen Wald halbwegs häufig finden werdet, sind halt eben nicht die Fichte, und wenn sie nicht die Fichte sind, stechen sie auch nicht. Tannen stechen nicht. Kiefern haben super lange Nadeln, sind ein bisschen spitz, aber dadurch, dass die so lang sind und so einfach wegzubiegen sind, stechen die auch nicht wirklich. Douglasie sticht nicht, und damit hat sich's mit den typischen häufigen Nadelbäumen eh schon erledigt. Wer es dann trotzdem noch genauer wissen mag, die Fichte hat so rötliche Zweigchen, das ist charakteristisch. Die Nadeln sind jetzt hier deutlich weniger gescheitelt und deutlich mehr, besonders wenn man von oben drauf guckt, kann man sehen, mehr um den ganzen Zweig verteilt. Bei diesem Exemplar sind sie noch leicht gescheitelt. Das ist meistens deutlicher, dass sie wirklich in alle Richtungen abstellen. Und wenn man eben dran langt, stechen sie und sind spitz. So ein junger Zweig jetzt wie dieser hier mit jungen Nadeln sticht noch nicht so sehr. Alte Nadeln können schon richtig wehtun. Und wenn wir jetzt hier auch noch mal nah dran gehen und uns den Nadelgrund angucken, na, dann seht ihr, der ist verholzt. Also der Nadelgrund ist gar nicht grün, sondern immer so ein kleines Holzstielchen. Das ist auch noch mal typisch für die Fichten, für alle Fichten. Und der Nadelgrund wandert ein bisschen am Stiel entlang und bildet dann da quasi so eine raue, wellige Oberfläche. Das gucken wir uns nochmal an einem alten Zweig an, zeige ich euch sofort. Ja, hier kann man es auch nochmal schön sehen. Das sind also quasi alles diese kleinen Wellen da mit diesen kleinen Hobbeln. Das ist alles sowas, wo man eine Nadel drauf saß, und die bildet dann quasi so eine Wulst, die ein bisschen am Zweig entlang wandert. Bei den etwas dickeren Zweigen schön zu sehen. Auch ein typisches Merkmal eben der Fichte. Deshalb kann man bei der Fichte auch einen unbelaubten Zweig einfach ganz gut an dieser, ich nenne es mal Schuppen, Borke erkennen. Na, will nicht scharf stellen, dann halt nicht.
Das hier ist jetzt übrigens die Borke einer alten Fichte. Die hat hier so einzelne Schuppen. Die kann man schon fast, na, mit ein bisschen Mühe, kann man die auch so ein bisschen abziehen und hat dann quasi so kleine Schüppchen in der Hand. Das macht dem Baum übrigens wenig, wenn da einzelne Schuppen abfallen. Dieser hier ist jetzt super vital und hat eine wahnsinnig stabile Borke. Da kriege ich überhaupt nichts ab. Naja, ein bisschen was. Also theoretisch geht das. Und eben diese Schuppen, das ist typisch für die Fichte an der Borke. Ich habe auch mal versprochen, ich mache ein bisschen was zur Ferndiagnose der Nadelbäume, also dass man die auf die Ferne erkennen kann, welcher Nadelbaum welcher ist, zumindest grob. Ich zum Beispiel tue mich schwer, Douglasie und Fichte auseinanderzuhalten. Das kann man mit geschultem Auge an der Farbe erkennen. Ich persönlich kriege das nicht hin, weil ich mit Farbunterschieden echt meine Schwierigkeiten habe. Ich weiß nicht, entweder sehe ich Farben schlecht oder keine Ahnung, woran das liegt. Da tue ich mich schwer. Da liege ich oft falsch, wenn ich Douglasie und Fichte auf die Entfernung auseinanderhalten soll. Vielleicht gibt es noch andere Merkmale, dann kenne ich die nicht. Bin halt auch nicht allwissend. Bin ja auch nur Master. Ich bin ja nicht Doktor und schon gar nicht Professor. Aber guckt euch mal Folgendes an. So, versuchen wir mal hier eine Nadelbaum-Ferndiagnose und zoomen zu diesem Zweck noch ein kleines bisschen rein. Ihr seht diesen Baum und diesen Baum. Die erscheinen euch hoffentlich so ganz leicht rötlich von der Borke her. Und dann seht ihr diesen Baum da hinten, der erheblich heller erscheint. Deshalb heißt die Fichte Rotfichte, hier und hier, und die Tanne Weißtanne, weil man das so ganz andeutungsweise tatsächlich auch am Stamm erkennen kann. Und zwar am besten dann, wenn man weiter weg steht und von weiter weg drauf guckt. Das probieren wir jetzt ein bisschen aus. Sagt mir mal bei diesem Waldbild, was hier alles Tannen sind. Also jetzt könnt ihr einen kleinen Moment nachdenken. Los, denkt. Und jetzt sage ich euch, das da ist eine Tanne, das da ist eine Tanne und das da ist eine Tanne. So, und dann gucken wir uns dieses Waldbild hier an. Und hier haben wir dreimal Fichte. Fichte, Fichte, Fichte. Da hinten zum Vergleich, na, wo war sie denn? Das da, da hinten, da, das ist eine Tanne. Aber eine komische. Die ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz gesund. Also wenn ihr das mit der Ferndiagnose zwischen Tanne und Fichte übrigens richtig gut drauf haben wollt, würde ich euch empfehlen, ihr sucht euch einen Wald, in dem beides rumsteht, geht zu den einzelnen Bäumen hin, sprecht sie, wenn ihr direkt davor steht, korrekt an, geht dann nochmal weg und versucht eure Entscheidung auf die Entfernung nachzuvollziehen. Oder übt's auf die Entfernung, sagt auf die Entfernung, das da hinten ist eine Tanne, geht hin und guckt nach. So lernt man das am besten, das kann ich im Video wirklich schlecht vorführen und man muss da einfach irgendwie auch so ein Gefühl für entwickeln. Das ist überhaupt bei der Bestimmung ganz wichtig. Am Anfang muss man sich all die ganzen Merkmale konkret angucken, damit man es hinbekommt. Und irgendwann kommt der Level, wo man dann einfach so ein Gefühl dafür bekommt, dass du einfach weißt, was für ein Baum das ist. Das können auch Ornithologen, also Vogelkundler, bei denen flattert so ein Ding im Augenwinkel vorbei und die wissen sofort, was das ist. Ich für meinen Teil muss noch ganz genau hingucken und dann noch mal im Bestimmungsbuch nachschauen und habe dann so eine grobe Vermutung, was es gewesen sein könnte. Aber dafür kriegen sie es bei Bäumen hoffentlich nicht ganz so gut hin. Wobei ich nochmal betonen möchte, ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Artenkenntnis-Freak. Da gibt es Leute, die das viel besser drauf haben. Mich interessieren mehr so die Zusammenhänge ökosystemarer Art. Schönes Bächlein übrigens, guckt mal. Das ist mein heimischer Bach. Der fließt bei uns durchs Dorf und fängt hier im Wald an, hat gerade relativ viel Wasser. Hier habe ich nochmal was Interessantes gefunden. Das hier ist auch ein Ilex. Ich wollte euch mal zeigen. Es gibt auch Exemplare, die überhaupt keine Seitenstacheln an den Blättern haben. Also bei einzelnen Blättern. Trotzdem sind die richtig lederig und fühlen sich richtig fest an. So richtig solide. Die kannst du fast nicht. Also man kann sie schon zerreißen, aber da braucht man richtig Kraft. Und dann fasern sie auch so, wenn sie dann zerreißen. Übrigens ganz interessant für den Bushcrafter sind dann solche Fasern, die am Rande vom Ilex-Blatt entstehen, wenn man die dann zerreißt. Da kann man durchaus auch irgendwie mal ein bisschen was mit anfangen, wenn man Bandmaterial braucht. Aber am gleichen Zweig gibt es dann auch wieder Exemplare, die sehr wohl Dornen dran haben, zum Teil auch erheblich deutlicher. Also das ist, an einer derselben Pflanze gibt es da mehrere Sorten von Blättern, in Anführungszeichen. Bei manchen Ilex-Exemplaren, auch nicht bei allen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache mit diesen ollen Ilexen. Aber im Winter
immer grün, ist dann fast immer irgendwie so ein Ilex. Und sobald ihr so einzelne Stechelchen gefunden habt, könnt ihr auch sicher sein, dass es der ist. Ja, wir hatten es ja von Tanne-Fichte-Ferndiagnose. Also es geht nicht nur durch die Stammfarbe, das einigermaßen zu erkennen, beziehungsweise durch die Struktur des Stamms, sondern man kann es auch gut am Wipfel erkennen. Das ist so die Variante für die ganz, ganz Ferndiagnose. Deshalb habe ich übrigens auch meine Brille auf, damit ich sowas überhaupt erkenne heute. Man sieht es jetzt von hier, wo ich stehe, nicht so wirklich gut. Ich hoffe, ich komme nach einem besseren Punkt vorbei, dann zeige ich es euch einfach nochmal. Aber jetzt guckt mal da hinten. Seht ihr diesen Wipfel da zwischen den Bäumen herausragen? Dieser da, der läuft nicht spitz zu, sondern bildet da oben quasi so ein Plateau, so eine Art Nest. Man spricht auch von Storchennest. Man könnte sich vorstellen, dass sich jetzt in dieses Nest in Anführungszeichen ein großer Vogel reinhockt. Das ist eine typische Tanne. Die hat also keine klassische, wirklich spitz zulaufende Tannenbaumspitze, wie man sich das bei einem Tannenbaum in Anführungszeichen vorstellt, als Laie. Die Tanne hat eben genau nicht diesen Tannenbaum. Aufbau, besonders bei einer Alttanne. Junge Tannen haben auch eine spitz zulaufende Spitze. Dieses Exemplar hier, da kann man es auch erahnen, auch wenn ich jetzt relativ nah dran stehe, dass die keine wirklich so richtig krass spitz zulaufende Spitze hat, sondern auch eher stumpf ausläuft. Ist auch eine typische Tannenform, Wuchsform, Habitus nennt man das übrigens auf schlau. Oh, und bei dem Ding da hinten, da könnt ihr es auch nochmal wunderbar sehen. Hier auch eine ganz typische Tannenkronenform. Das ist vielleicht für euch auch ganz interessant, wenn ihr in eurem Wald gar nicht wisst, wo die Tannen stehen und welche suchen wollt. Könnt ihr jetzt mal zu was hinlaufen, das so eine Kronenform hat. Also wenn ich das hier sehe, komme ich auf dumme Ideen. Nein, ich bin alt, ich mache sowas nicht mehr. Nein. Obwohl, Naja, vielleicht doch, aber euch zeige ich es nicht. Nein, mache ich nicht. Gerade wollte ich mich beschweren, dass es in meinem Wald hier an Fichten mangelt. Da habe ich eine gefunden, an der ich euch prima zeigen kann, wie so ein typischer Fichtengipfel aussieht, damit ihr jetzt auch noch den Kontrast zu den eben gezeigten Tannengipfeln habt. Der ist eigentlich wirklich schön typisch und das ist auch definitiv eine Fichte. Schaut mal. Also gemeint ist dieses efeu bewachsene Ding da tendenziell rechts im Bild. Tada! Also ihr seht, die Spitze ist wirklich spitz und der oberste Trieb quasi ist nur ein einziges Zweigelchen, das stur nach oben ragt. Ich möchte jetzt mal kurz was loswerden. Wenn ich immer erzähle, wie toll es doch eigentlich im Wald ist und wie schön und so weiter und so fort, dann kommen manchmal so Kommentare von Leuten, die leider das Pech haben, vor der Haustür nur so einen Wald zu haben, wie dieses kleine Teilstück jetzt hier in meinem. Das allermeiste, wo ich hier rumschleiche, wie ihr auch eben vielleicht so ein bisschen im Hintergrund erahnen konntet, ist einfach ein absolut beispielhafter, perfekt gepflegter Mischwald. Der zwar perfekt gepflegt ist, ergo auch einen Haufen Geld abwirft, monetär gesehen, aber gleichzeitig halt eben auch noch ein sehr schöner Wald, der für uns sehr natürlich aussieht und einfach so wirkt, als ob er halt eben ein Wald ist, der richtig ist, in Anführungszeichen, finde ich jetzt so emotional so ein wenig Natur. Philosophisch gesehen. Das Ding, wo ich hier jetzt drin stehe, sowas werden wahrscheinlich die meisten von euch auch vor der Haustür haben. Das ist natürlich nicht so schön. Das muss man jetzt hier in meiner Region fast schon suchen. Warum erzähle ich das? Weil
ich so ein bisschen einfach erklären möchte, woher mein teilweise bisschen für den einen oder anderen vielleicht blauäugiges Waldbild herkommt, dass alles so schön ist im Wald und so weiter und so fort. Ich habe halt das Glück, ich habe einen richtig tollen Wald direkt vor der Tür. Ich laufe 10 Minuten, dann bin ich drin. Viele Leute haben das nicht und haben dann halt eben so einen klassischen Fichtenacker wie den, in dem ich hier jetzt stehe. Sowas bringt auch Geld und ihr könnt hier schön erkennen, dass die Bäume auch in Reihe und Glied gepflanzt worden. Also das ist jetzt natürlich ein Musterbeispiel für einen Negativwald, wenn man so möchte. Also zumindest jetzt zum den Wald schön finden, ist dieses Teilstückchen, in dem ich mich jetzt befinde, natürlich Murks. Also sowas habe ich auch, aber ja, ich kann natürlich aus dem Luxusland sozusagen berichten, wenn ich irgendwas zum Wald erzähle und sage, dies und das und sehr und jenes gibt es im Wald alles nicht. Wo dann in den Kommentaren steht, aber das ist voll furchtbar und die ganzen furchtbaren Schäden durch die Holzernte und so weiter und so fort haben wir hier auch alles nicht. Ich lebe so ein bisschen im Schlaraffenland. Natürlich ist mal klar, dass es Regionen gibt, in denen das ganz anders aussieht. Aber die kann ich euch nicht zeigen, da müsste ich erst extra hinfahren. Und ich sehe nicht ein, warum ich extra in einen hässlichen Wald fahren soll, wenn ich einen schönen vor der Haustür habe. Das nur mal so ein bisschen zur Erläuterung zwischendurch. Es kommt selten vor, aber hier möchte ich dem Kollegen jetzt mal widersprechen. Warum will er diese Buche raushauen, wenn wir uns hier im Nadeldickicht befinden? So eine Buche hier drin stehen zu lassen, so als kleine Ergänzung für ein bisschen mehr Biodiversität, halte ich schon für sinnvoll. Also ich würde die hier nicht rausnehmen. So ein schräger Strich, der relativ viel Platz am Baum einnimmt, heißt, der muss weg. Fast in allen Forstbetrieben. Die Variante, wie Striche und Markierungen an den Bäumen angebracht werden, ist von Forstbetrieb zu Forstbetrieb mindestens von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich bin auch ein paar Mal gebeten worden, dazu mal ein Video zu machen, aber eben dadurch, dass es halt von Bundesland zu Bundesland und von Wald zu Wald unterschiedlich ist, ist das schwierig. Es gibt so ein paar ganz einfache, einheitliche Dinge, die man dazu mal sagen könnte. Werde ich auch irgendwann mal machen, aber dafür müsste ich halt erstmal in einen gut durchmarkierten Wald. Ich habe so gelernt, je weniger Markierungen man verwendet, desto ein besserer Förster ist man, weil das sieht nicht schön aus. Gelbe, orangene oder rosane Farbe hat im Wald eigentlich wenig zu suchen. So meinte mein Waldbauprofessor immer und ich gebe ihm da völlig recht. Man kann ganz vieles auch so markieren, dass es nur der Fachmann sieht und der Otto-Normalverbraucher, dem fällt es überhaupt nicht auf, wenn der im Wald rumstappt. Deshalb ist das meiner Meinung nach die bessere Variante. Weshalb mir zu viele Markierungen eigentlich eher ein Dorn im Auge sind. Ich versuche gerade zu entscheiden, ob ich hier irgendwo über den Bach komme, zum Beispiel da. Das würde ich jetzt fast mal ausprobieren und mal schauen, wie tief ich ins Wasser einsinke. So, es folgt ein Versuch, das einigermaßen zu dokumentieren. Mal gucken, ob man mich überhaupt erkennt, was ich hier tue, wenn ich die Kamera da so halte. Oh, das ist ja total unspektakulär gewesen. Na, tut mir leid. Ich habe die perfekte Stelle für eine Ferndiagnose gefunden. Schaut mal euch das an, da haben wir gleich drei Baumarten, die man an der Kronenform gut unterscheiden kann. Hier dieses Ding in der Bildmitte ist so die typische Tanne, eben mit dieser recht flachen, buschigen Krone. Hier links, jetzt hier in der Bildmitte haben wir nochmal eine typische Tanne, ebenfalls wieder mit so einem Büschel als Krone. Hier haben wir zwei ganz klassische Fichten, die wirklich nach oben hin wunderbar spitz zulaufen, so als klassisches Tannenbäumchen. Und dieses eine Büschel auf einem langen, dürren Stiel ist eine typische Kiefer. Die sehen im alten Zustand eigentlich fast immer so aus, dass sie da oben nur noch eine relativ kleine Krone haben und einen sehr langen rötlichen, das kann man jetzt aufgrund des Gegenlichts nicht so gut erkennen, einen langen roten, hellroten Stamm im oberen Bereich und im unteren Bereich ist er dann auch deutlich brauner. Ich zoome da noch mal ein bisschen ran, dann könnt ihr es besser sehen. Seht ihr, da unten relativ braun und je weiter man hochgeht, desto rötlicher wird er in Anführungszeichen. Diese Zweifarbigkeit des Stammes ist ganz charakteristisch für die normale Waldkiefer. Die gucken wir uns aber gleich noch genauer an. Hier habe ich jetzt auch endlich das Glück, eine Lärche gefunden zu haben, hier in der Bildmitte. Sieht von unten, also der untere Teil des Stamms, das Ding hier rechts daneben, also nicht die Buche, sondern ein Baum weiter, ist auch eine Lärche. Man kann sie auch im Winter eigentlich gut erkennen, weil die Kronenform schon charakteristisch ist. Sieht halt nach Nadelbaum aus, sind aber keine Nadeln dran. Seht ihr?
Also das sieht doch ganz klar aus wie ein Nadelbaum. Ich finde, man kann es ganz gut mit einem toten Nadelbaum vergleichen. Sieht so aus, als wäre der gerade gestorben. Ist er aber nicht. Ist einfach nur eine Lerche, die ihre Nadeln runterschmeißt. Die Äste haben, wenn man ein bisschen näher ranzoomt, eigentlich fast ganzjährig immer so kleine Knubbelchen dran. Das liegt daran, weil ein paar Zapfen eigentlich fast immer am Baum hängen. Das ist also schon nahezu ein Bestimmungsmerkmal, wenn man also so Äste mit so kleinen Knubbeln, die im Winter kahl sind, da hängen hat. Die Knubbel sieht man auch im Sommer ganz gut. Irgendwas hängt immer dran, das ganze Jahr. Dann kann man mit Sicherheit sagen, dass man es mit einer Lerche zu tun hat. Die könnte übrigens tatsächlich tot sein und wir wissen es nur nicht. Das merken wir dann erst im Frühjahr, wenn sie dann nicht austreibt. Hier mal noch ein paar andere Beispiele. Zwei Lerchen. Dann noch ein paar Lerchen, ihr kennt es hoffentlich alles, und da hinten noch mehr Lerchen, also hier stehen jetzt relativ viele. All diese Gerippe in Anführungszeichen, das sind alles Lerchen im Winterzustand. Da hinten sind auch noch ein paar. Und darauf die Gefahr, dass ich euch langsam mit meiner Ferndiagnose von Fichte und Tanne schon auf den Nerven gehe. Hier kann man es auch noch mal wunderbar sehen, wenn man da nämlich noch ein bisschen ranzoomt. Es tut mir leid mit der Wackelkamera, ich kriege es gerade nicht besser auf die Reihe. Das hier Tanne, auch zu erkennen an dem schönen weißen Stamm und der eben nicht besonders spitzen Spitze. Es gibt natürlich Tannen, die noch ein charakteristischeres Storchennest auf dem Kopf haben. Aber das da hinten ist nun wirklich für jeden Idiot als Fichte zu erkennen, denn da gibt es noch ein zusätzliches Bestimmungsmerkmal, das bei Fichte immer sehr hilfreich ist, weil bei der Ferndiagnose die Zapfen hängen nach unten. Bei der Tanne, sofern Zapfen drauf sind, das ist bei meinem Exemplar hier leider nicht der Fall, stehen die auf dem Zweig und hängen nicht runter. Also das ist auch nochmal für die Ferndiagnose von Fichte sehr einfach. Hängende Zapfen ist gleich Fichte und spitz zulaufend. Aber guckt euch mal dieses Waldbild an. Hier links die schöne Eiche, hier direkt vor uns eine wunderbare Lerche. Okay, ein bisschen krumm, aber und da hat er noch zwei Tannen und diese ganze Verjüngung. Also was da an Holz wieder hochwächst. Wenn der Wald hier umfallen würde, dann würde da in wenigen Jahren schon wieder ein toller neuer Wald rumstehen. Die Verjüngung ist wirklich beispielhaft, ganz hervorragend. Da kriegst du fast schon den forstlichen Orgasmus hier. So, jetzt habe ich auch eine junge Kiefer gefunden und mein Hut sitzt schon wieder so komisch. Also irgendwas stimmt mit meinem Hut heute nicht. Das geht mal gar nicht. Jedenfalls, das hier ist eine Kiefer und auch die gucken wir uns jetzt genauer an. Also, Kiefern unterscheiden sich schon mal von sämtlichen anderen Waldbäumen dadurch, dass sie viel längere Nadeln haben. Die sind auch sehr dünn, meistens auch so schön zu einem Büschelchen anfassbar. Sie stechen aber leicht. Wenn ihr also das macht, was ich hier tue, dann piekt ihr euch ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Bei Fichte kann es richtig wehtun. Bei Kiefern muss man sich dafür schon sehr anstrengen. Die Nadelseiten in Anführungszeichen sehen alle gleich aus. Wenn man hier so ein bisschen dreht, sollte man keinen allzu signifikanten Unterschied auf den einzelnen Seiten der Nadel feststellen können. Und die Nadel stehen in Büscheln. Das ist bei den allen anderen Bäumen auch nicht so. Da sind sie immer einzeln angebracht. Hier haben wir überall so Nadelbüschel. Tut mir halt übrigens mit dem Autofokus, dass das heute irgendwie nicht so ganz will. Ja, komm. Ihr seht, das sind immer so zu zweit. Wenn ihr also was abreißt, reißt ihr zwei Nadeln ab und nicht nur eine. Und das ist auch schon eigentlich das große Charakteristikum aller Kiefern, dass sie solche Nadelbüschel haben mit relativ langen Nadeln. Und unsere normale Waldkiefer, die Pinus sylvestris, warum ich jetzt gezögert habe, ist so ein Running Gag, weil ich einmal aus Versehen Pinus sylvatica gesagt habe. Das war leider bei einer Führung der Erstsemester und jetzt haben sie sich das gemerkt und das wird mir jedes Jahr wieder aus Butterbrot geschmiert, dass ich die Pinus sylvatica erfunden hätte. Pinus sylvestris heißt das Teil korrekt. So, ich habe jetzt hier mal versucht, die beiden Nadeln quasi so aneinander zu drücken, dass sie deckungsgleich aufeinander liegen. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Ich nehme mal hier die Buche als Hintergrund, dann stellt das auch vernünftig scharf. So, schaut mal hier. Ein wesentliches Bestimmungsmerkmal ist übrigens, wenn man die Waldkiefer von der Latschenkiefer unterscheiden möchte, wenn man die Nadeln zusammendrückt und sie dann quasi deckungsgleich eine Nadel ergeben, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich kann es euch nicht vormachen, weil dafür bräuchte ich zwei Hände, dann fällt mir die Kamera runter. Ihr seht, das ist also eigentlich sind das zwei Nadeln, zack. Ne?
Ich habe sie halt nur zusammengedrückt. Und wenn das deckungsgleich geht, man die quasi so aneinander streifen kann, dass sie dann nur noch wie eine Nadel aussehen, dann ist es die Waldkiefer. Wenn das nicht geht, wenn ihr die beiden Nadeln nicht so aneinander drücken könnt, dass sie aussehen wie eine Nadel, ich habe jetzt leider keine Latschenkiefer da, um das entsprechende Beispiel zu zeigen, dann ist es die Latschenkiefer. Das ist in den Alpen ganz interessant. Es gibt aber auch Bastarde zwischen beiden, also irgendwelche Hybride, die sind dann halb Latschenkiefer, halb Waldkiefer und sehen dann irgendwie ganz komisch aus. Schwierig zu bestimmen, aber das wäre so ein Anhaltspunkt, wenn man die auseinanderhalten möchte.